Dann darf ich Ihnen meinen Kollegen Tom Sendker vorstellen. Er ist auch Teil des Zentrenmanagements, von dem Sie heute Abend schon so viel gehört haben. Und er erzählt Ihnen jetzt noch mal ganz konkret, was wir in den nächsten Wochen, Monaten vorhaben, wie sich das Ganze auch einordnet. Wir haben gerade viel von Kommunikation und Prozess gehört, aber was heißt das denn eigentlich konkret? Tom, bitteschön. Genau, auch guten Abend von meiner Seite. Wie Frau Kraft ja gerade schon angeteasert hat, möchte ich jetzt ein bisschen das Zentrenmanagement vorstellen, uns vorstellen mit unserer Arbeit, mit dem, was wir hier vorhaben. Ein bisschen was ist ja auch gerade schon zum Zentrenmanagement unter anderem von Frau Spinnen und von Frau Brähler gesagt worden. Ich will das jetzt auch mit Blick auf die Uhr nicht alles nochmal wiederholen. Ich glaube, das ist schon recht deutlich geworden. Wenn Sie auch einmal die Folien weitermachen würden. Genau. Bevor wir konkret aufs Zentrenmanagement eingehen, einmal ganz kurz zu uns, Stadt und Handel. Der Begriff ist jetzt heute schon des Öfteren gefallen. Was ist das überhaupt? Wir sind ein Beratungs- und Planungsbüro aus Dortmund, sind in vielen verschiedenen Quartiersmanagements tätig, in der Stadtentwicklung, machen darüber hinaus Assets Management und im Stadtmarketing. Partizipationsprozesse begleiten wir intensiv und natürlich auch die Kommunikationsprozesse. Dann gerne einmal zur weiteren Folie. Um dann direkt aufs Zentrenmanagement zu sprechen zu kommen, was ist das überhaupt? Das haben wir jetzt gerade schon so ein bisschen gehört. Letztendlich die Innenstädte, das wissen wir und Sie alle, stehen vor Herausforderungen, unter angesichts der Megatrends der Digitalisierung, Onlinehandel, das verlagert sich, Digitalisierung, die Mobilität verändert sich und so weiter. Und dementsprechend ist da entsprechend eine Förderung aufgesetzt worden durch das Land Nordrhein-Westfalen, die unter anderem solche Zentrenmanagementprozesse teilen und unterstützen sollen. Das Ganze wird auch durch die Stadt Münster intensiv begleitet und unterstützt. Wir haben jetzt gerade auch schon verschiedene Ansprechpersonen der Stadt gesehen, die sich in diesen Prozess einbringen. Wir verstehen uns eben als Motor und als Knoten, der so ein bisschen die Koordination übernimmt, die Moderation, die Organisation, um die Belange der Bürgerinnen und Bürger, aber auch der anderen Akteure und Akteurinnen eben zu bündeln. Das Zentrenmanagement ist so ein bisschen als Spinne im Netz zu verstehen. Verschiedene Akteurinnen und Akteure habe ich gerade schon angesprochen, die Bürgerinnen und die Jugend beispielsweise, die Gastronomie, ImmobilieneigentümerInnen, Gewerbetreibende und aber auch gesellschaftliche Institutionen wie Vereine spielen dabei natürlich eine zentrale Rolle. Gleichzeitig auch verschiedene Facetten und Aspekte, die in das Zentrenmanagement reinspielen. Einerseits die Stadtplanung natürlich als übergeordnete Institution, aber auch der Aspekt Bildung, der auch hier in Gremmendorf Thema ist, wie wir gerade schon mehrfach gehört haben, durch den Bau der neuen Grundschulen oder durch die weiterführende Schule beispielsweise. Das Marketing und die Profilierung des Zentrums, den Kulturaspekt, Tourismus und Freizeitgestaltung, Verkehr und Mobilität und letztendlich auch die Wirtschaft. Kommen wir nun zu Gremmendorf selber. Diesen Slogan kennen Sie vielleicht schon, der ist ja auch auf den Einladungskarten und auf der Website der Stadt Münster aufgebracht gewesen. Gremmendorf gemeinsam gestalten. Unter diesem Slogan steht eben das Zentrenmanagement, welches, wie gerade schon angesprochen worden ist, zunächst jetzt erstmal bis Ende des Jahres angelegt ist, aber von Herrn Festersen haben wir es ja gerade auch schon gehört, dann langfristig weiterlaufen soll, um eben diesen Prozess, der in Gremmendorf über längere Zeit noch gehen wird, eng zu begleiten und eben die verschiedenen Belange zu koordinieren. Beim Zentrenmanagement Gremmendorf sind verschiedene Beteiligte der Stadt Münster entsprechend mit am Start. Das ist zum einen das Stadtplanungsamt, Münster Marketing, das Amt für Mobilität und Tiefbau, das Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit, Konvoi, haben wir ja gerade Herrn Aumann auch gehört, und auch die Wirtschaftsförderung. Letztendlich alle unter diesem Dach des Zentrenmanagements zusammenarbeiten wollen und konkret dann in diesem Zentrenmanagement auch die Belange der Bürgerinnen und Bürger
näher diskutieren wollen, um dann letztendlich eine Planung unter ein gesammeltes Dach zu stellen. Und wir von Stadt und Handel bilden eben dieses Zentrenmanagement aktuell bis Ende des Jahres und verstehen uns insoweit auch als Vernetzungsorganisation in diesem Zusammenhang. Das Zentrenmanagement wird finanziert durch die Stadt Münster einerseits und andererseits durch das Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, eben wie angesprochen, weil dieser Förderbedarf gesehen wurde und dann Fördermittel bereitgestellt wurden. Daher ist auch entsprechend diese Förderperiode zunächst bis Ende des Jahres angelegt. Es wurde heute Abend schon oft über das Zentrum gesprochen, über das Stadtteilzentrum. Das Ganze gestaltet sich in diesem Fall jetzt konkret so aus, dass es sich einerseits im nördlichen Bereich vom Pengel-Anton-Weg bis runter entlang den Albersloher-Weg bis zum Paul-Engelhardt-Weg erstreckt und dann auf der westlichen Seite vom Yorkshire-Platz bis inklusive der Gremmendorfer Meile. Dies ist das Gebiet, was zentral entsprechend ist für dieses Zentrenmanagement. Natürlich sind sich aber auch alle Akteurinnen und Akteure bewusst, dass dieses Zentrum auch ausstrahlende Wirkung darüber hinaus hat. NutzerInnen kommen nicht nur aus diesem Zentrum, auch vielleicht gar nicht aus Gremmendorf, sodass auch diese Interessen in diesem Zusammenhang eine große Rolle spielen. Bevor wir auf die konkreten Maßnahmen kommen, ich habe es ja gerade schon angesprochen, es sind nicht nur AnwohnerInnen, die dieses Zentrum nutzen oder für die diese Entwicklung im Zentrum relevant sind, sondern darüber hinaus viel mehr. Es ist nicht nur ein Wohnort, sondern auch ein Versorgungsort, jetzt insbesondere auch, wenn noch weitere Versorgungsfunktionen wie eine Drogerie mit dazukommen. Es ist dann auch ein Arbeitsort, wenn neue Büroflächen geschaffen werden, Erlebnisort, insbesondere dann durch die neuen gastronomischen Nutzungen, die beispielsweise auch erlebnisorientiert sein können, aber auch für kleine Kinder, die dann entsprechend die Spielplätze nutzen können und letztendlich auch ein bisschen Identitätsort, weil diese neue das Stadtteilzentrum in Gremmendorf natürlich auch eine gewisse Identität stiften soll. Die konkreten Maßnahmen, die wir in Gremmendorf vorhaben, lassen sich in diese fünf Kategorien aufteilen. Zunächst einmal ist es eben wichtig, die Strukturen aufzubauen und zu etablieren, die verschiedenen Akteurinnen und Akteure zu vernetzen, als Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung zu stehen und sie auch, und das nehme ich aus diesem Abend und nehmen wir aus diesem Abend auf jeden Fall auch noch mit, stets informiert halten über aktuelle Entwicklungen und letztendlich auch unterstützen und eng begleiten. Zunächst erstmal zum Aufbau und der Etablierung von Strukturen. Wir haben bereits zu Beginn des Prozesses eine Lenkungsgruppe eingerichtet, wo wir eben mit den Vertreterinnen und Vertretern der Stadtverwaltung, unter anderem aus dem Stadtplanungsamt, dem Amt für Mobilität und Tiefbau, dem Amt für Umwelt, Grünfläche und Nachhaltigkeit, im Münster Marketing, der Konvoi und der Wirtschaftsförderung, aber auch des Gewerbevereins zusammensitzen, um eben quasi diese Prozesse zu gestalten, wo auch entsprechend diese Veranstaltung heute herausgeplant wurde, um die Prozesse insgesamt in Gremmendorf zu steuern und zu planen. Und darüber hinaus planen wir einen Stadtteilarbeitskreis einzurichten, was auch ein bisschen als übergreifendes Kommunikationsinstrument geplant ist, dass quasi dort Informationen weitergegeben werden können, die über die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in die Stadtteilgesellschaft hineingetragen werden und so auch frühzeitig in die aktuellen Entwicklungsprozesse eingebunden werden können. Und um das eben möglichst breit gefächert zu machen, planen wir dort einen breiten Bewohner- und Akteursquerschnitt mit einzubinden. Also wie gesagt, das befindet sich gerade noch in der Planung, was konkret da behandelt werden soll. Und das wird dann in den nächsten Wochen weiter verfolgt werden. Die Vernetzung der Akteurinnen und Akteure ist der nächste Punkt, der ganz wichtig ist. Wir haben verschiedene Interessen gerade auch schon gehört, nicht nur von den BürgerInnen, aber auch von Anliegern entlang der alten Gremmendorfer Meile. Wir bringen sozusagen recht prall gefüllten Werkzeugkoffer mit. Hier sehen Sie einige Bilder, die jetzt nicht aus Gremmendorf kommen, aber aus anderen Zentrenmanagements. Also wir
können uns verschiedene Formate da vorstellen, die Öffentlichkeitsbeteiligung, um sie auch mit ins Boot zu holen, aber auch untereinander zu vernetzen. Also unten steht so schön von der Kachelkonferenz bis zum Atelier und vom kurzen Date bis zum Stadtteilspaziergang. Wir haben mit einzelnen AkteurInnen bereits kurze Speed-Datings durchgeführt, wo wir kurze Fragen gestellt haben, um eben den Stadtteil auch besser kennenzulernen, deren Interessen kennenzulernen, deren Bedürfnisse kennenzulernen. Und eben diese breite Facette letztendlich mit einzubringen und auch die, das Verständnis untereinander für die jeweiligen Bedürfnisse zu erhöhen, um dann letztendlich das Ganze zielgerichtet auf die Schiene zu setzen. Die Einbeziehung in den Prozess soll dann anhand von Veranstaltungen erfolgen, durch aufsuchende Gespräche und Workshops, Veranstaltungen wie diese heute beispielsweise, um letztendlich die verschiedenen Gesichter an einen Tisch zu bringen. Wir sind als Ansprechpartner vor Ort, das hatte Frau Brela ja gerade auch schon kurz angesprochen. Wir sind persönlich im Stadtteil erreichbar, telefonisch erreichbar und per E-Mail. Die Kontaktdaten sehen Sie ja einmal kurz, die sind aber auch auf den ausliegenden Postkarten hinterlegt und auch auf den Plakaten, die dort aushängen, hier im vorderen Bereich. Können Sie auch durch den Scannen des QR-Codes dort noch einmal die Kontaktdaten nachsehen. Informationen über aktuelle Entwicklungen, das war heute oftmals Thema. Einige Aspekte wurden auch schon angesprochen, wie etwa der Newsletter, der jetzt regelmäßig erscheinen soll. Links sehen Sie auf der linken Seite einen kleinen Ausschnitt davon, wie er dann aussehen wird. Also an dieser Stelle nochmal die herzliche Einladung. Nehmen Sie sich eine Postkarte mit, dort ist der QR-Code drauf oder die Plakate, die aushängen, oder Sie kontaktieren uns persönlich, dann nehmen wir sie gerne mit auf, um Sie eben über die Entwicklungen, die stetig ablaufen, informiert zu halten und auf die Frage von vorne auch nochmal einzugehen, um quasi da keinen zu vernachlässigen, um immer die aktuellen Entwicklungen an Sie herantragen zu können, dass die dann auch entsprechend immer auf dem aktuellen Stand sind. Wir planen zudem noch einen analogen Newsletter, um eben auch in der Stadt sichtbar zu sein im Stadtteil und auch diejenigen, die vielleicht nicht digital gerne mit einem Handy darauf die Informationen sehen, da entsprechend auch abzuholen. Darüber hinaus derartige Informationsveranstaltungen und noch weitere Informationsveranstaltungen, Herr Festersen hat es vorhin schon angesprochen, werden weiterhin stattfinden, um eben die Planung begleitend fortzuführen und Sie zu informieren. Und zu guter Letzt die Unterstützung und enge Begleitung, die wir insoweit verstehen, dass wir Sie in diesen Prozess mit einbinden wollen, aber gleichzeitig auch unterstützen wollen bei den Herausforderungen, die daraus entstehen. Also die verschiedenen Akteurinnen mit der verschiedenen Bedürfnissen. Wir wollen Beratungsangebote schaffen für beispielsweise Immobilieneigentümerinnen und Immobilieneigentümer und Händlerinnen und Händler in Form von Workshops oder von individuellen Beratungen zum Investitionsgut Immobilie oder zu Schaufenster-Workshop, wie gestalte ich mein Schaufenster und letztendlich das dann zukünftig auch eng an den Bedürfnissen und der Wünsche der Akteurinnen und Akteure, wo Bedarf gesehen wird, auszurichten, um dort entsprechend passgenaue Lösungen zu finden. Genau. Vielen Dank, Tom. Das war nochmal ein kurzer Ritt durch die nächste Zeit mit dem Zentrenmanagement. Ich denke, was dabei ganz deutlich geworden ist, ist, dass es auch auf Sie ankommt. Hier werden sicherlich viele sitzen, die beispielsweise eine Immobilie im Stadtteilzentrum haben, die sich an uns wenden können. Denn das wurde ja eben von Herrn Aumann auch schon ganz konkret angesprochen. Es kommt auch darauf an, was die, die schon da sind, jetzt machen und ob sie die Entwicklung mitgehen, die in der Zukunft auf diesen Stadtteil zukommt, im Positiven, und auch Teil daran haben möchten. Ich denke, dass das erschöpfend war dessen, was wir da jetzt heute schon gehört haben, was so ein Zentrenmanagement ist, sein kann und sein soll. Alle haben ganz viele Bedürfnisse, Erwartungen an uns. Ich bin gespannt. Melden Sie sich gerne, wenn Sie Wünsche, Sorgen, Anmerkungen haben. Die unterschiedlichen Kanäle haben Sie schon gehört.
Und ich denke, dass wir da in den nächsten Wochen und Monaten eine gute Zeit miteinander verbringen können und genau diesen spannenden Prozess hier in Gremmendorf weiter begleiten.